Moin, moin, meine lieben Edelmetallfreunde und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass du eine Runde eingeschalten hast. Ja, zu dem 16.02.2021. Bevor wir jetzt gleich noch ein paar Worte auf den Kurs verlieren, geht es heute auch um das Thema die richtige Asset-Wahl und warum du auch mit dem Thema Bitcoin richtig, richtig groß in die Scheiße langen kannst. Darum soll es heute gehen. Nebst natürlich neben dem Gold und Silber, falls dich das alles interessiert, würde ich sagen, bleib dran und schau es dir an. Bis gleich. Willkommen zurück und schön, dass du dran geblieben bist. Ich würde sagen, ja, wir fangen jetzt erstmal ein bisschen an mit dem Thema Gold und Silber. Guckt mal, was ich hier habe. Ein Messer, ein Opinel-Messer. Übrigens, danke nochmal an denjenigen, der es mir geschickt hat. Schöne Sache. Hier haben wir ein paar Goldmünzen drin. Das hier sind übrigens, man glaubt es kaum, aber hier sind 50.000 drin. Die werden wir heute natürlich nicht, weil ich habe keine Münzen bestellt. Erweitern hier ein Päcklein, das werde ich jetzt aufmachen und ja, dann schauen wir mal, was da drin ist. Und da werde ich euch nebenbei ein bisschen was erzählen. Ich muss sagen, ich habe auf dieses Paket ja über eine Woche gewartet. Für meinen Stammhändler sehr ungewöhnlich, muss ich sagen, dass ich bei meinem Stammhändler über eine Woche warten muss, bis ja dieses Paket eintrifft. Das ist doch schon eine lange Zeit. Für diese paar Produkte, ihr wisst es ja, ich bestelle gerne zwischendurch mal so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen kleinen Scheiß, aber so ein bisschen, ja, ein paar Edelmetalle, damit die mich wieder ein bisschen befriedigen. Ich sage heute ein bisschen, viel bisschen. Ich habe tatsächlich ein paar Silbermünzen bestellt, weil ich die noch nicht hatte. Genau genommen, diese Münze habe ich schon im Portfolio, aber nicht mit diesem Motiv. Und ich dachte mir, hey Matze, was ist denn da los? Du brauchst doch auch diese Münze im eigenen Portfolio. Und deswegen habe ich da ein paar bestellt. Erstmal nur so ein paar Stücke, um erstmal nur zu gucken, wie soll ich sagen, gefällt mir das? Ja, weil ich, bevor ich dann sozusagen größere Posten bestelle oder mir größere Posten organisiere, schaue ich mir die Münzen immer ganz gerne mal ein bisschen an. Wie sind die so live? Ja, weil auf dem Bild sieht das immer alles so super toll aus. Und oftmals ist es dann so, dass man dann, wenn man die Münze live, was heißt oftmals, aber manchmal ist es dann so, wenn man die Münze dann live vor sich hat, ist es dann doch nicht so geil, ja, also wie man sich das vorgestellt hat. Also, diese Seite kennt ihr. Ja, ich muss mal gucken, dass mein Gesicht jetzt hat das fokussiert. Diese Seite kennt ihr. Ich muss das noch ein bisschen trainieren mit der richtigen Kamerahaltung. So, ich gehe nochmal näher ran. Das ist die Queen Elizabeth II., die kennt ihr alle. Und das ist ein Cook Island Dollar. Allerdings, was ja neu ist bei dem Cook Island Dollar, da ist nicht mehr die Bounty, also nicht mehr das Schiff drauf. Guck mal, was da jetzt drauf ist. Sieht man das? Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ich gehe mal nochmal näher ran. Genau, Silver Star steht da drauf. Also auch eine sehr, sehr schöne Münze, finde ich. Und da ist eben dann auf der Rückseite die Queen Elizabeth. Ja, davon habe ich mir ein paar bestellt, um mir das mal ein bisschen anzuschauen, wie die so sind. 5 Unzen. Das hier. Ein 5 Gramm Valcambi Swiss Baren, Goldbaren. Für zwischendurch so ein kleiner Snack. Immer wieder schön, was da hinten drauf steht. Gefällt mir immer, muss ich sagen, gefällt mir immer ganz gut. Einfach mal. Ich kriege das Licht nicht so geil eingefangen, aber ich denke, ihr habt es genug gesehen. Ja, wie soll ich sagen, so ein kleiner Snack zwischendurch muss mal sein. Genau. Also jetzt kann ich ein bisschen nebenbei erzählen. Also ich würde sagen, nebenbei packe ich meine Münzen wieder ein. Würde ich sagen, der Goldpreis ist etwas in die Abwärtsphase gegangen, so wie kann man ja unschwer erkennen. Wir hatten am Wochenende noch diese über 1500. Jetzt unter 1483,13 Euro, ja, pro Feinunze Gold, ist schon auch so allmählich wieder ein kleines Statement, um ins Portfolio nachzulegen, liebe Freunde. Also ich mache es ja, seht ihr ja, lege immer wieder mal ein Stückchen nach, ins eigene Portfolio,
Weil was man hat, das hat man ganz einfach. Interessanterweise, Moment, ich packe noch die paar Münzen hier weg. Interessanterweise muss man dazu sagen, dass ja, der Silberpreis sich ein bisschen anders verhalten hat oder nicht so krass verhalten hat, wie man es jetzt bei Gold so kennt. Natürlich ist auch ein bisschen in die Abwärtsphase gegangen, sieht man hier ganz gut. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt das Wochenende als Referenzwert nimmt, eben 22,57 Euro, dann sind wir mit 22,48 Euro, ist da nicht viel passiert, ja, im Gegensatz zu Gold, da sieht man schon einen deutlichen Unterschied von 1.505 auf 1.484, das sind ja doch 20 Euro, ja, US-Dollar wird es dann noch ein bisschen heftiger. Da hatten wir am Wochenende 1824,40 und jetzt aktuell unter diesen 1.800, also sprich 1.797,46, ja. Aber auch da ist es so, dass man, wenn man jetzt Silber guckt, das gar nicht so krass ist bei Silber, 27,35 eben und aktuell 27,22. Damit ist die Woche, würde ich sagen, ja, noch aktuell alles offen. So, ja, mehr kann ich zu dem Gold- und Silberpreis erstmal nicht sagen. Es läuft im Prinzip genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, so wie ich es ja in den letzten Videos schon gesagt habe, dass eben Silber momentan besser performt wie Gold und bei Gold es einen Rücksetzer zu erwarten gibt, habe ich ja schon gesagt, und es scheint so auch ja, einzutreffen. Also ich muss sagen, ich finde es nicht verkehrt, wenn auch Gold zurücksetzt, weil das gibt, baut sozusagen das Fundament auf, damit Gold dann ja, gesund weiter steigen kann. Ich muss mal mein Messer wieder zumachen. Ich mag das nicht so, wenn hier so viel Zeug rumliegt. Und von daher, wie gesagt, ist das schon so im Moment so ein langsam, aber sicher so ein Preisniveau, wo man schon nochmal drüber nachdenken sollte, nicht nur stupide Silber im Blick zu behalten, sondern auch vielleicht nochmal das ein oder andere in Gold zu investieren. So viel zu meiner Meinung. Ja, aber gerne kommentieren. Ihr wisst es ja, wie ihr das so machen wollt oder könnt, ne? Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja jedem seine Entscheidung. So, jetzt aber abschließend noch zu einem Video von dem Video umgespielt. Interessanterweise hat der, ich muss mich mal, Moment, ich muss meine Kamera mal anders positionieren. So, hat der über seine eigenen Investments gesprochen, nebst interessanterweise diesmal nicht über Edelmetalle, weil ich weiß, dass er auch Edelmetalle kauft, die er sozusagen als Fundament benutzt. Ja, also das ist zum Beispiel schon mal etwas, was man wissen sollte, dass viele große, in Anführungsstrichen reiche Leute, und da würde ich jetzt mal spontan umgespielt schon auch dazu, ja, dazu erwähnen oder damit zu zählen, wenn man so will, setzen die eben auch auf ein gewisses Fundament, ja, damit sie ein Fundament haben, was nicht so einfach mal eben abgewertet werden kann. Neben diesen ja, sicheren Investments, Thema Stichwort Gold und Silber, ja, setzt aber ungespielt auch auf andere Asset-Klassen, wo er aber auch in seinem Video sagt, okay, das ist, da müsst ihr aufpassen, weil damit könnt ihr auch aufs Maul fallen. Natürlich, man muss dazu sagen, wer viel investiert, kann sehr, sehr viel Glück haben. Das ist gar keine Frage. Kann man auch sehr böse auf die Schnauze fallen, und da schauen wir jetzt mal ein paar Minuten rein, würde ich sagen. Allgemein muss ich auch sagen, ich bin eher ein schlechtes Vorbild, was Aktien und Krypto angeht, weil ich investiere tatsächlich eher oder auch bevorzugt in eher volatilere Assets. Das heißt, ich stecke eher mein Geld nicht unbedingt großteils in ETFs, wo man sagt, okay, hey, in 10 Jahren habe ich da eine gute Aussicht auf einen Profit, ohne ein sehr hohes Risiko zu haben. Ja, das macht er halt dann Gold. Sondern ich bin eher so jemand. Zumindest war es so vor in seinem Stream. Ich muss mal gucken. Ich habe, glaube ich, dazu auch ein React gemacht über dieses Video. War da schon seine Aussage hingegen, dass er auch definitiv Gold physisch kauft, ne? Oder zumindest es als sehr, sehr wichtiges oder sehr gutes Investment hält. Jemand, der auch mal größere Investments in Einzelaktien oder auch in Altcoins, also in der Kryptowelt, in Altcoins oder ja, solche Geschichten reinsteckt, das solltet ihr nicht machen, gerade wenn ihr das Geld braucht. Also wenn ihr irgendwie Geld überhaupt, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal als Beispiel, ihr seid Raucher und ihr kauft euch in einem Monat eine Packung Zigaretten weniger und steckt die 5 Euro oder 6 Euro, wie viel Zigaretten kosten, dann in vielleicht Krypto oder in die Börse oder so. Das ist eine gute Sache. Da könnt ihr schon mal anfangen, da reinzuschnuppern, aber steckt bloß nicht jetzt große Summen da rein, weil ihr denkt, oh, ich werde damit schnell reich. Da sind schon sehr viele Leute mit auf die Nase gefallen.
macht das bitte nicht. Ja, also ganz, ganz klares No. Wenn ihr das Geld braucht, investiert volatile Assets. So, also in... Junge, das heißt volatil. Also volatil, nicht volantil, sondern volatil. Sorry, ich bin da ein kleiner, wie sagt man in Bayern, Scheidmeier? Keine Ahnung. Weiter geht's. So, ja, in Investments, die sehr schnell hoch und sehr schnell auch runter gehen können. Ne, das meine ich damit. Okay, also, heute möchte ich nicht über Aktien reden. Die Leute, die mich aktiv schon länger verfolgen, wissen, ich habe schon öfters über verschiedene Investments von mir in Aktien gesprochen, aber ich habe noch nie ein Video dazu gemacht. Werde ich auch wahrscheinlich nicht. Ich hatte zweimal sehr viel Glück bei den Aktien. Ich würde sagen, was Aktien angeht, bin ich eher sehr lucky unterwegs gewesen. Nicht unbedingt sehr vorausschauend oder sehr weise. Ja. Ich habe nie große Teile in ETF oder so investiert, obwohl ich das selber eher anderen Leuten raten würde. Sondern ich bin immer so ein bisschen mehr in risikoreichere Invests reingegangen. Mein erster größter Glücksgriff war Beyond Meat. Als die Aktie rausgekommen ist, habe ich da einen sehr, sehr hohen Anteil von eingekauft für ein größeres Invest. Dann, als die gut gestiegen ist, bin ich raus, weil ich dachte, hey, man muss auch wissen, wann Schluss ist, weil ich irgendwie, da war ich sehr overwhelmed, sage ich mal. Und dann habe ich davon einen großen Teil wieder in Tesla investiert. Das wissen die Leute, die bei mir zugucken, die kennen die Story. Und da hatte ich auch relativ viel Glück. Das ist ja im letzten Jahr gut gestiegen. Und sonst muss ich sagen, habe ich keine so spannende Aktiengeschichten zu erzählen. Also das waren zwei richtig gute Glücksgriffe. Aber heute möchte ich über Aktien reden, heute möchte ich über Krypto reden. Und warum? Weil ich aktuell wieder, also ich war 2018, 2017, war ich sehr, 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 sehr krass im Krypto-Hype. Hab da auch mir einmal die Finger gut verbrannt, hab ungefähr 50.000 Euro verloren. Muss man auch dazu sagen, weil das... Das ist eine 20-Mark-Kaiserreichsmünze. Ja, das ist genau das, worum es geht. Ne? Also er hat ja auch gerade in seinem Video gesagt, natürlich, er sagt auch noch was anderes. Er sagt nämlich auch schon später im Video, dass er auch eine 500.000 Euro Gewinn gemacht hat, zum späteren Zeitpunkt. Aber erstmal, er hat ja auch 50.000 miese gemacht. Und das ist genau das, worum es geht, liebe Freunde. Und das ist, was viele Menschen immer, muss ich sagen, einfach unterschätzen, dass man mit solchen volatilen Assets, und er sagt es in seinem Video selbst, liebe Freunde, dass er kein Mensch ist, der wo nur auf sichere Anlagen setzt, sondern auch gerne sozusagen das Risiko sucht, ja. Und das Risiko liegt eben auch in volatile Assets, wie zum Beispiel Bitcoin. Ihr wisst, was ich meine, Bitcoin, nicht Britcoin, sondern Bitcoin. Generell Kryptowährung, aber eben auch verschiedene Aktien, vor allen Dingen Einzelaktien, können sehr, sehr gefährlich sein. Da kann man, wenn man sich damit nicht so wirklich auskennt, böse, böse auf die Schnauze fallen. Ja, also Quintessenz, also ich werde das Video jetzt auch an dieser Stelle beenden, also dieses Reaction. Quintessenz des Ganzen ist, dass man mit Assetklassen, wie zum Beispiel Aktien, Einzelaktien, Kryptowährungen, oder man muss auch leider dazu sagen, was ich oftmals schade finde, weil da hätte ich mir auch das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen mehr erwartet, Minenaktien. Ihr könnt damit echt, also da müsst ihr euch wirklich auskennen, ihr könnt damit richtig auf die Schnauze fallen. Und jetzt, ihr müsst es mal so verstehen, wenn ein Unge sagt, ja, da habe ich auch leider 50.000 verloren, dann juckt ihn das halt zwar auch, aber es tut ihm nicht weh, ja. Und das ist das, was viele Menschen immer falsch machen, ist, dass sie Geld dafür benutzen, was halt wirklich weh tut, ja. Da verkauft der ein oder andere vielleicht, oder anders formuliert, nimmt die Urlaubskasse her, ja, und eigentlich war das für einen Urlaub geplant, oder möchte sich in 5 Jahren ein neues Auto kaufen, und dafür hat er sich vielleicht, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 gespart und zieht dann, das steigt und steigt und steigt, da will ich auch investieren, ja. Nimmt dann dieses Geld und hinterher verliert er dann vielleicht 50.000 oder sie, wer auch immer, ja. Und dann ist das Geld halt einfach weg. Und das ist das Problem. Also einen normalen Menschen, normalsterblichen Menschen, die halt nicht privilegiert sind, mit solchen Summen zu hantieren,
Den Menschen tut das richtig, richtig weh im Geldbeutel. Und deswegen sage ich immer, liebe Freunde, schaut euch zumindest dieses Thema Edelmetalle wie Gold und Silber einmal an. Ja? Auch wenn das gewissermaßen für viele ein Thema ist, was eher so altbacken erscheint, weil Opa hat das gemacht oder Großeltern haben das gemacht oder Urgroßeltern, wer auch immer. Ja. Und man kennt es eher so aus den alten Zeiten. Auch diese Themen hypen immer wieder mal auf, ja. Das seht ihr aktuell. Früher waren es erst die Briefmarken, die sind richtig gehypt. Dann war seither interessiert sich so gut wie keiner mehr für Briefmarken. Dann waren es lange Zeit die sogenannten Magic-Karten. Vielleicht kennt ja jemand dieses Spiel Magic for Catering. Da gab es ja auch Sammelkarten. Da gab es auch Karten oder sozusagen teilweise immer noch. Die sind unglaublich in Wert gestiegen. Ja, also da müsst ihr schon mehrere Tausende von Euro hinblättern, nur für eine so eine Karte. Und dieses gleiche Phänomen sehen wir aktuell auch bei Pokémon-Karten. Ja, es gibt Pokémon-Karten. Das ist momentan auch extrem ein Trend auf YouTube, dass YouTuber sozusagen Karten aufmachen, Opening Packs von Karten, die zum Beispiel schon 20 Jahre alt sind und diese Packs sind halt 20 Jahre nie aufgemacht worden. Und dann sind da Karten drin, die sind zeitweise mehrere Tausende von Euro wert, ja. Aber ihr könnt damit halt eben auch aufs Maul fallen. Und das ist genau das Ding, worum es halt geht. Man muss sich halt im Leben mal fragen, wo will ich denn hin? Ja, wie baue ich mir sozusagen ein Standbein auf? Und faszinierenderweise muss man sagen, dass große YouTuber oder begrenzen wir das nicht mal nur auf YouTuber, sondern generell Menschen, die sozusagen flüssig sind, ja, immer mit im Portfolio das Thema Gold und Silber halten. Das ist sozusagen die Kernaussage dieses Videos. Und ja, deswegen... Ich weiß, ich mag da vielleicht manchmal etwas altbacken klingen mit meinem Edelmetall-Kanal, aber glaubt mir, liebe Freunde, ich weiß, von was ich spreche. Ich bin auch schon oftmals, oft genug im Leben aufs Maul gefallen, weil ich dachte, yeah, das ist es, da musst du investieren, da bist du an der richtigen Adresse. Und dann hat sich's hinterher als, ja, als absoluter Müll rausgestellt, ja. Natürlich, mittlerweile habe ich so ein bisschen sozusagen das Feingefühl entwickelt, wie und wo, welche ETFs, Aktien oder Anleihen oder verschiedene Assetklassen da in Frage kommen. Aber im Prinzip brauchst du immer erstmal ein Fundament und das sind halt eben die Edelmetalle. Und das wird leider Gottes sehr, sehr gerne in der Öffentlichkeit verschwiegen, liebe Freunde. Ja. Ich möchte auch nochmal dazu betonen, er sagt, schaut euch dieses Video auch gerne an, ich werde es auch unten verlinken, er hat auch sehr, sehr viel Geld damit verdient, gar keine Frage, ja, aber er ist ein Mensch, der eben auch sozusagen sehr viel Geld vorinvestieren kann, ja, und das ist der Punkt, wenn ein Unge eben, weiß ich nicht, 100.000, 200.000, 300.000 Euro vorinvestiert, dann ist das für ihn Spielgeld insofern, weil er es nicht sofort benötigt oder irgendwie unmittelbar zum Leben braucht. Aber wenn ein normaler Mensch, der eben nicht Millionär ist, ja, 50.000 Euro vorinvestiert, um dann eben einen ähnlichen fetten Gewinn zu fahren und dann aber auf die Schnauze fällt, dann stehen diese Menschen vor dem Ruin. Und das ist genau das, was ein volatiles Asset sozusagen beschreibt. Ja. Und das habt ihr bei Gold und Silber. Natürlich ist Gold und Silber auch volatil, da muss man kein Geheimnis draus machen. Und natürlich kann auch der Preis beim Gold- und Silbermarkt fallen. Er kann auch mal um 200-300 US-Dollar fallen. Das ist gar keine Frage, das kennen wir alle. Aber du kannst nicht einfach so mehrere hunderttausende Euro oder US-Dollar von heute auf morgen verlieren mit Edelmetalle. Das geht nicht, ja, weil sozusagen die Wertschöpfung in den Edelmetalle aufgrund, dadurch, dass sie sozusagen aus dem Boden geschifft wurden und alles, was, der ganzen Rattenschwanz, was da sozusagen hinten dran hängt, ja, eben damit schon abgegolten ist. Und es dann diese Tatsache eben sehr schwierig macht, dass Edelmetalle wenig bis gar nichts mehr wert sind, ja. Also dafür müssten erst die Notenbanken absolut kein Interesse mehr daran haben, aber das wäre jetzt ein ganz anderes Thema. Aber ich denke, viele von euch wissen, was ich damit meine. Ja. Und daher, Gold und Silber ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Asset. Ja. Und das da dürft ihr wirklich nicht vergessen. Aber das ist, wie gesagt, meine Meinung. Ja. Insofern, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch dieses Video zu gestalten, in gewissermaßen. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir wie immer einen großen Daumen in nördlicher Richtung da, abonniert gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke für eure Zeit. Bis dahin. Ciao mit V. Euer Silbermatze.